Turbo-Operazzi. Wie das zu dem Namen kam, werde ich vielleicht mal irgendwann erzählen. Ich gucke mir ja für die ganzen Spiele, Hunderte, die ich so im Laufe der Jahre gesammelt habe, jetzt die ganzen Tutorials an. Ich habe jetzt Pillars of Eternity, The White March, rausgesucht. Das ist Pillars of Eternity 1 eigentlich, mit allen Erweiterungen. Complete Edition eigentlich, aber einzeln dazugestückelt. So, und dann gucken wir mal, was wir hier unten haben. Was ist das hier? Pillars of Eternity installiert. Weißmark Teil 1 und Weißmark Teil 2. Eigentlich heißt es ja White Marsh, weißer Marsch, ne? Nicht Weißmark oder was haben Sie hier? Weißmark. Weißer Marsch, das ist so Schnee hier. Na, wie auch immer. Gucken wir uns mal die Optionen an. Sprache Deutsch. Sehr gut erkannt. Müssen wir immer mal gucken, ob es alles läuft hier. Jo. Quest aktualisieren, Gruppenbewegungsstopp bei Angriffsbogen deaktivieren, Bildschirmrand scrollen, News anzeigen, Telemetrie. Ne, wollen wir nicht. Entwicklerkommentar. Was bedeutet das? Ein Entwicklerkommentar abgespielt. Ne, brauchen wir nicht. Tooltip, wir wollen ja sehen, dass wir das Tutorial kriegen. Automatische Pause. Charakter tot. Ist das jetzt an? Ach so, da muss ich jetzt Haken setzen. Auf Gruppen, auf Charakter verletzt. Niedrige Ausdauer. Das kann man sicherlich noch. Kann man sicherlich noch im Spiel machen, hoffe ich. Ne? Automatischer, langsamer Kampf. Okay. Grafik. Jo, volle Pulle. Mehr kann der Bildschirm nicht. Fenster, Hut, Hintergrund, große Köpfe, große Köpfe, da muss ich an diese Attack vom Mars denken. Schriftgröße, Undurchsichtbarkeit und verdeckt, gut, Ton, Musiklautstärke, wollen wir. Ein bisschen können wir, ne? Kann man das hören? Gerade eben wahrscheinlich, ne? Dialoglautstärke, alles auf 100. Steuerung, Maus und hier wieder tausend Sachen, die ich mir alle nicht merken kann. Ne? Nächste, was ich mir merken will, ist immer nur die Pause. Alle nehmen oder return, das ist auch schon mal gut. Auswahl hineinzoomen, Kamera. Gut, da kommen wir ja noch mit klar. Spielen, Auswahl, Gruppe, Auswahl. Okay. Lülülü. Änderung speichern. Jupp. So, neues Spiel. Märchenstunde. Also, wir haben es leichter, Gegner zu besiegen. Und die Gruppe kann eine unbegrenzte Menge an Rastvorräten mit sich führen. Ne, und das hier, einfach minimales Mikromanagement und verzeiht Fehler im Gefecht ohne Umstände. Sehr empfohlen für Spieler, die zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder gruppenbasierte Echtzeit-RPGs spielen. Oh, dann lassen wir das mal bei einfach. Ne? Ne, Experten, Eisenuhr, Gott, ne. Ja, oder das hier, so verlockend, ne? Ja, machen wir das mal ein bisschen so, wie es sein soll. Ach, jetzt kommt wieder Reklame. Obsidian, den haben wir gerade gesehen. Pillars of Eternity. Ich habe das vor langer Zeit, glaube ich, sogar mal gespielt, aber ohne diese ganzen Zusätze, die waren mir zu teuer. Die Athletikfähigkeit wird in geskripteten Interaktionen für Aktionen wie Klettern, Schwimmen und Springen verwendet. Klassen wie der Kämpfer und der Barbar beginnen mit einem Athletikbonus.
Maus ist jetzt im Moment nicht da. Er lädt auch. Na, mal gucken. Five wagons grope blindly for the path on a starless night, their master glancing ever Kann man upward to das the lesen? Ja. skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local Ein lord has offered Adliger. land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Aha. Ja, heute Nacht werdet ihr nicht weiterreisen. Da kommt nichts mehr. Erledigt. Tschupp. Und jetzt schwingen. Das Spiel fängt an, oder? Ja, nein. Computer sagt nein. Geschlecht. Männlich. Von Kultur zu Kultur. Ach, hier oben können wir Rasse. Stufe 1 Kämpfer. Ach so, da geht nur Kämpfer jetzt. Weiter. Aha, da kommt jetzt die Rasse Mensch. Da können wir aus Auma, weil auch das immer ist. Er ist größer, kräftiger. Zwerg, er ist logischerweise kleiner. Hat einen Unterschied. Elf. Ja, das sind die mit den spitzen Ohren. Orlane. Oh. Sieht ja so devil-like aus, ne? Und gottähnlich. Wir machen das ganz normal als Mensch. Entschlossenheit plus 1, Macht plus 1. Und da gab es ja hier auch immer was. Ne? Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr vielleicht zurückspulen. Der Ozeanvolk. Kämpfergeist einmal pro Begegnung minus 5 Sekunden, nachdem die Ausdauer unter erhalten Menschen vorübergehen. Boni auf Genauigkeit und Schaden. Weidevolk. Ein Rand der Elfenwälder. Bearbeitet ihr offen daher ihr Name. Die meisten Menschen sind Türtaner. Kämpfergeist. Boni auf genaue Fälle und Schaden, unser Wannenvolk. Ursprünglich Kämpfergeist, das ist alles das gleiche. Dann nehmen wir die Mitte, die goldene. So, weiter. Kämpfer. Anfängliche Fähigkeit, konstante Erholung, das ist gut. Kämpfer regenerieren während des Kampfes mit bescheidener Rate kontinuierlich Ausdauer, Athletik plus 1, Wissen und Überleben plus 1. Ausdauer 42 plus 4 pro 14 plus Stufe durchschnittlich. Gesundheit 5 mal Ausdauer hoch. Genauigkeit 30 plus 3 plus Stufe pro Stufe sehr hoch. Abwehr 30 sehr hoch. Oh, lassen wir doch mal so. Ne? Können wir auch mal Zauberer angucken. Die Meister der gelehrten Magie, bla bla bla. Arkaner Angriff mit mittlerer Reichweite in einem kleinen Bereich reinen Schaden anrichten und Ziele mit dem Status benommen belegen kann. Zauberer haben Zugang zu verschiedenen Angriffs- und persönlichen Verteidigungszauber. Oh. Wissen plus 2, Mechanik plus Ausdauer, sehr niedrig. Niedrig, jeder gefiel mir doch der Kämpfer besser. Ich denke mal, den nehmen wir. Da können wir auch mal draufhauen. Weiter. Kämpferfähigkeiten. Verteidigung, die meisten sind nahkampfbasiert. Niederschlag. Stößt einen Feind mit enormer Kraft und streckt ihn nieder, wobei ihm zusätzlicher Schaden zugefügt wird. 2 pro Begegnung. Nur Nahkampf, Geschwindigkeit, Durchschnitt. Effekt. Niedergeschlagen für 5 Sekunden. Genauigkeit gegen Tapferkeit. Nutzer. Voller Angriff. Und was ist das hier? Der Kämpfer konzentriert sich intensiv auf seine Ausbildung, wodurch seine Genauigkeit für eine kurze Zeit
deutlich erhöht wird. Eine pro Begegnung. Geschwindigkeit sofort. Effekte plus 20 Genauigkeit für 15 Sekunden. Oh, ich glaube, das nehmen wir. Oh, jetzt kann ich hier Punkte verteilen. Ne? Attribute. Definieren die. Bla bla bla. Macht. Empfohlen für Kämpfer. Macht 10 plus 1 gleich 11. 3% Schaden und Heilung plus 2 Tapferkeit. Macht. 12. Verfassung. Dringend empfohlen für Kämpfer. Dann nehmen wir da auch mal 2. So, Gewandtheit. 10. Wahrnehmung. Ich habe 12 Punkte übrig. Wahrnehmung 10. Die Sinne. Interaktion. Jemand mal lügen. Kampf, Genauigkeit, Reflexe und gewährt einen Bonus auf Unterbrechung. Wahrnehmung 10. Dann machen wir da auch mal 2 zu. Intelligenz. Logik, Argumentationsfähigkeit. Interaktion, Schlussfolgerung, Erkenntnisse, Problemlösung. Kampf trägt das zur Wille-Verteidigung bei und beeinflusst die Dauer im Wirkungsbereich von allen Fähigkeiten und Talenten. Dann nehmen wir da auch mal 2. Entschlossenheit. Also hier. Das ist auch, da haben sie den Stern gemacht, das ist dringend empfohlen. Entschlossenheit, ja, machen wir mal 3, hier Verfassung, 15 und hier, so, das haben wir alles verteilt. Ob das jetzt richtig war oder nicht, Gewandtheit habe ich nicht so, ne? Aktionsgeschwindigkeit und Reflexe, nehmen wir mal. Hier ein weg und da ein dazu. So. Dann haben wir vielleicht ein bisschen bessere Reflexe, ne? So, weiter. Aha, hier oben steht es jetzt. Hieb. Kultur. Dir. Das reicht. Ich, Entschlossenheit plus 1. Todesfeuer. Gewandtheit plus 1. Gewandtheit habe ich nur 12. Ebenen. Entschlossenheit. Da habe ich schon 15, Altweiler, Intelligenz habe ich 13, Verfassung habe ich 16, das Land der Lebenden, Macht habe ich 14, das ewige Weiß, Wahrnehmung habe ich 13. Wo war denn jetzt hier die Gewandtheit? Aha, da. Gut, dann nehmen wir den Todesfeuer-Archipel. Todesfeuer, der Nordzeuge, ja, und einige Todesfeuer ist der letzte Halt für jeden in der Richtung eine Vielzahl monströser Seekreaturen und das reich. Gut, weiter. Hintergrund. Wissen plus 2. Das ändert sich hier dann immer gleich, wenn ich was wähle, ne? Ne, diesmal nicht. Ja. Wissen plus 1. Ich will ja was mit Gewandtheit. Landstreicher, Jäger, Söldner. Söldner. Athletik und Wissen. Athletik ist hier oben gar nicht drin. Jäger, Heimlichkeit, Überleben. Landstreicher, Heimlichkeit, Mechanik. Erforscher, Wissen und Überleben. Macht, Gewissen, Wahrheit, End. Arbeiter, Athletik und Mechanik. Kaufmann, Wissen und Mechanik, Sklave, Athletik und Überleben plus 1. Ja, Söldner, Athletik und Wissen, Heimlichkeit. Ich glaube, Athletik und Wissen nehmen wir hier. Oh. Porträt, jetzt können wir das Porträt ersuchen. Primär, sekundär. Och, das ist mir eigentlich im Moment egal. Der Bart hat er. Sieht gut aus. Lassen wir so weiter. Stimme. Hey there. Now I am the leader of the group. Quietly now. I've got this. You better run! Let's keep quiet. Oh? Watch and learn. Ja, das reicht. So, weiter. Name eingeben. Oh, dann nehmen wir uns mal Sir Heinrich.
Der Wagen bricht. Annehmen. Erledigt. Ja, das war schon ganz schön viel, was man da aussuchen muss. Da ist schon die erste Viertelstunde rum. Aber jetzt geht die Geschichte los, ne? Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Der Karawanenmeister schließt seine Ansprache vor der Gruppe ab, worauf sein buschiger roter Schnurrbart und seine Hängewangen wie zur Bekräftigung erbeben weiter. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods and beasts take you if you are planning a stroll through those ruins up there. Alles klar, ne? Lesen könnt ihr selber. Das ist alles deutlich. Valeria's crawling with hut-dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. Aha. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Okay. Tonight everybody stays put and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Veils less than a day out. Understood? Oh, er wendet sich mir zu. Touch of the rumbling rot could be. There's a stinging beetle around here carries it. You'll be fine once it passes your innards, unless you don't drink water, of course, which case you'll be dead in a day. Also Wasser, ja. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Eine, wie der Chinese sagt, Frühlingsbeere. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. Spafel nickt und lässt den abgenutzten Bogen über seine Schulter gleiten. Wo finde ich denn diese Beeren? They grow on a bush that's common round here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Okay. Nothing you won't see on half the hills of Air Glonfoth. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay, if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Ja, so. Das Kabellagezeug immer. Of course, all the ones around here have been ransacked 10 times over. Got nothing left worth half a pond. So I hear. Ah ja, das sind die Tutorials-Nachrichten hier. Tutorials minimieren, okay. So, habe ich zumindest gehört. Wo finde ich denn diese Beeren, habe ich schon gefragt. Und wer hat die Ruinen? Ist es gefährlich? Was sind denn da für riesige Felsen? Und wer hat got die? Different names for them. Settlers call them Inguithans. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins tell you that much. Mhm. Not if you hurry about your business. Aha, nicht wenn du dich beeilst. And not if the weather holds up. Oh, wie this ist denn time das? Of year, rain mostly, and wind. But there's a different kind of wind out here time to time. Locals call it a Beowick, born out of the ether, the spirit's path. Never seen it myself, never care to. They don't got Audra where you come from? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. The sole butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't die care to Seele see auch. Das ist schon gotta ein wichtiger Hinweis. About without seeing something like that. Weggehen, dann werde ich mal diese Beeren suchen. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Will nicht die Leiche suchen müssen. Er lässt den Blick auf einer robusten, gepanzerten Frau ruhen. Weiter. Kalisha. Kalisha. Kalisha!
He needs to find some spring berries. Watch that he doesn't drop dead. Jo. No promises. Oh, Kalisha. Blonde Kalisha. What kind of guide says something like that? Kind you can afford. Don't listen to her. You're in good hands. And I pay too well, if anything. Und überhaupt, ich zahle viel zu gut. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Beowick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Okay, also, ich soll Heodan noch aufrufen. You heard the man. Let's get going before you keel over. Okay, willkommen. Dieses Fenster studieren. Okay, was ist das hier? Gruppen-KI ist aktiv. So, und jetzt wäre es Heodan. Sure. Ne, das ist wohl nicht Heodan, ne? Mal gucken, wo sind wir denn hier jetzt? Zeigt ja nicht an, wer das ist hier, das ist aber schade. Karawanen, achso, da muss ich unten drücken. Odema. Karawanenreisender, Karawanenreisender. Karawanenreisender und oh, Karawanenreisender. Go on then, before it gets too dark. Hier, das kann ich aber nicht alles lesen hier. Muss ich, kann ich auch noch hochscrollen? Die meisten Leute sind neutral. Du kannst mit ihnen interagieren, indem du auf ihren Auswahlkreis. Wie viele Charaktere grüßen dich einfach und gehen. Dann ihres Willen einigen, kannst du aber auch längere Gespräche führen. Der Händler Hodan besitzt eine Dialogoption, durch die sich ein Laden öffnet, in dem du Ausrüstung kaufen kannst. Dann geh, bevor es zu dunkel wird. Das ist der Heodan. Das ist aber nicht Heodan gewesen. Das war der Chef. Wo ist denn der Heodan jetzt? Hallo? Hier sind ja noch welche. Karawanenreisender. Ach, muss ich erstmal alles erkunden hier jetzt. Verdammt. Wo ist Heodan? Das könnte er sein. Need supplies? I've got sundries for sale. Du siehst einen Mann, der einfache. Weiter. Brought a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale. Also, Reiseutensilien. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Oh, wie viel Geld habe ich denn? Charakter neu ausbilden. Das kann man auch machen. Laden. Läden kannst du Gegenstände oder gegen Auseinander tauschen oder verkaufen. Händler, das wird das kurz danach vielleicht sehr viel teurer. Die Läden erneuern ihr Inventar von Zeit zu Zeit. So, ich habe 100, so wie es aussieht. Jagdbogen, Kampfstab, Kriegsbogen, Pike, Zweihänder, Dolch, oh, hier gibt es noch mehr. Oh, Rapier, Schwert. Schwert ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir auch noch ein Schild. Ja, da können wir auch noch mal. Kleiner Schild. Streitflegel. Das sind doch so Typen, die besoffen sind, dachte ich immer. Naja. Brigantine, ja, sind 300. Da kommen wir nicht hin. So, jetzt wollen wir erstmal gucken. Hier Armbrust, Kampfstab, Kriegsbogen. Zwei Hände, da habe ich nochmal eine Kohle gleich los. Das wollen wir nicht. Dann nehmen wir mal ein Schwert. Und mittlerer Schild, Dreieckschild, Dreieckschild, Handeln,
Jetzt habe ich's. Okay. Wie kriege ich es denn angezogen? Warte mal. Haben wir noch Geld über hier? 24. Können wir noch einen Dolch kaufen? Nee. Das ist alles teurer jetzt. Alles teurer, alles teurer, alles teurer. Was haben wir denn hier? Riesiges Mini-Weltraumferkel. Rechtsklick für Details. Dieses winzige titanische Schwein sieht äußerst fremdartig aus, was in starkem Kontrast zu seinem niedlichen Verhalten steht. Er folgt dir treu und verlangt im Gegenzug nichts als Kameradschaft. Das ist ja geil. Gaunt Schwur, Ring, Eigenschaften, Rechtsklick für Details. Mhm. Zwei pro Ruhephase. Dieser Gegenstand beschützt den Träger vor den unzähligen Gefahren und so weiter. Die Ernte. Gut, Lebensverlängern, was das alles gibt. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier raus. Das wird wohl hier sein, ne? Was habe ich denn hier noch? Inventar. Den gehen wir doch da mal hin. Und dann, ach, die habe ich schon jetzt angelegt hier, die Sachen, wie es aussieht. Jo, das ist ja schön. Säbel einhändig, mittlerer Schild, 12 Abwehr. So, und was habe ich hier jetzt gekauft? 12 Abwehr und der hat Schwert. Säbel, das ist ausgerüstet. Aha, das wird gleich angezeigt. 14 bis 21, 12, da habe ich mich verkauft. Scheiße, hätte ich mal eher gucken sollen. Entschuldigung. So. Gut. Na, dann machen wir das mal zu. Wir sind ja jetzt ausgerüstet. Und jetzt gehen wir Bären suchen. Wo gehen wir denn nochmal hin? Hin. Hier gehen wir mal hin. Hier sind hier Bären. Hier geht ein Weg lang. Na, hier sind noch keine Bären, ne? Müsste er ja eigentlich anzeigen, oder? Stimmungsvoll gemacht. Bleibt auf die Wegen, aber das geht jetzt nicht. Hier, was ist hier? Aha. Not looking forward to trying to lift that thing tomorrow. Ah, morgen anheben. Ach, das ist der den Weg versperrt. Aha, das ist das gleiche. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Gucken wir mal, wo wir die Bären finden. Diese. Gehen wir weiter rein, ne? Was ist das hier? Orlands Wiege, du hast einen Gegenstand. Zutaten. Orlands Wiege im Lager abgelegt. Aha. Pferd. Wird das auch im Lager abgelegt? Ne. Naja, man weiß es ja nicht, ne? So, hier haben wir hier noch irgendwas? Keine Bären, dann gehen wir da mal wieder raus. Dann müssen wir wohl in die andere Richtung gehen. Oh, ich kann das so schwer erkennen, den Kram. Mein Monitor ist schon so alt. Oder ich muss den mal höher stellen. Die Erkundung der Spielwelt. Eine entscheidende Öffne während deiner Reise durch östliche Abschnitte die Gebietskarte, um festzustellen, welche Teile der Karte du heute suchst hast und welche du noch erkunden kannst. Die Gebietskarte. Wie öffne ich die Gebietskarte? Ach, das ist die Quest aktualisiert. Mal gucken, Optionen, Tagebuch, Charakter, Festung, Karte. Das dürfte die Karte sein. Aha, da können wir uns orientieren, das ist ja schon mal was. Da waren wir schon, da müssen wir jetzt auch links weitergehen. Okay. Pf.
finden noch irgendwo die Beeren, die sollen noch überall wachsen. Verdammte Axt. Da ist nichts, da ist auch nichts. Trotzdem gehen wir hier mal hin. Was haben wir denn hier liegen? Ist das hier irgendwas zum Angucken? Oh, wird immer so in die Irre geführt. Das ist eine Bridge, die darüber geht. Sind das hier Bären? Nee, keine Bären. Dann gehen wir da mal rüber jetzt. Ich muss irgendwo diese verdammte Bären finden. Oh, guck mal. Ein Wildschwein auf langen Beinen. Oh, hier liegt ein Toter. Aha. Noch mehr. Ah, hier kann man jetzt Dietrich und Lederrüstung. Ich habe aber eine bessere, aber die kann man verkaufen, naja, denke ich mal. Ne? Was haben wir denn hier noch? Und da bin ich. Ah, ich glaube, jetzt haben wir die Bären gefunden hier, oder? Nö. Verdammte Axt. Weiter komme ich nicht. Da ist Ende. Hier liegt noch jemand. Kann man die auch so antippen? Ne, das habe ich glaube ich gemacht. Nö, egal, jetzt gehen wir weiter. Wir müssen noch mal irgendwann auf diese verdammten Bären kommen. Jetzt sind wir wieder hier oben. Vielleicht sind wir ja gekommen. Ne? Oder? Warte mal, wo ist die Weltkarte? Hier. Und da sind wir gekommen. Und gehen wir da oben nochmal hoch. Wisch mal sorgen. Durch systematische Fortbewegung erkunden wir das Gelände. Hier ist schon wieder Ende. Da ist auch schon wieder Ende. Ich habe noch keine Beere gefunden, nix. Kann doch nicht wahr sein. Wisst mir wohl verarschen. Dann gehen wir hier nochmal lang. Oh, will ich Gold. Oh. Verbrannte Dame. Verbrannte Dame im Lager abgelegt. Aber. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir da mal lang. Let's check by those outcroppings. Bei diesen Felszungen. Felszungen. Welche Felszungen? Ah. Pillars of Eternity verwendet für den Kampf ein pausierbares Echtzeitsystem. Das ist mir sehr recht.
Weil du oft mehrere Charaktere gleichzeitig kontrollieren musst, ist es ratsam, das Spiel zu pausieren, Befehle zu erteilen und dann das Spiel in Echtzeit fortzusetzen, um zu sehen, wie die Befehle ausgeführt werden. Das Optionsmenü enthält auch viele Möglichkeiten, das Spiel automatisch pausieren zu lassen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, beispielsweise zu Beginn des Kampfes. Ja, das haben wir vorhin gesehen. Okay, dann machen wir den erstmal zu und jetzt muss ich mal gucken, was ist hier alles auswählen. Abbrechen, angreifen, Formation, Lager, Spähen. Da kann ich auch spähen, was ist denn das hier überhaupt? Späß, Pause, ah, das ist gut. Mit Pause mache ich, mit Leertaste mache ich die Pause. So, was haben wir hier? Charakter, Tagebuch. So, und jetzt, junger Wolf, Verteidigung. Schadensreduktion. So, machen wir beide wieder. So, und jetzt Pause rausnehmen mit Leertaste. Was ist denn jetzt? Wir halten ja schon wieder an. Wenn sich Charaktere in Angriffsbindung befinden, bleiben sie augenblicklich stehen. Falls sie sich wieder bewegen, provozieren sie einen Absetzangriff von den Feinden, die sie in Angriffsbindung halten. Wenn deine Charaktere Feinde mit Nahkampfwaffen attackieren, belegen sie sie darüber hinaus automatisch mit einer Angriffsbindung. Ja, das ist doch klasse! Angriffsbindung! Komm zu mir! Junger Wolf, du musst leider dran glauben. Gegenangriffe, Abwehr, Tapferkeit, Reflexe und Wille. Diese Verteidigung basieren auf den Attributen des Charakters, seiner Stufe, seinen Gegenständen und anderen Effekten. Erfolgt ein Angriff, wird die Genauigkeit mit den jeweiligen Verteidigungen verglichen. Wenn die Genauigkeit unter der entsprechenden Verteidigung liegt, wird der Angriff mit einem Malus belegen, verfehlt mit höherer Wahrscheinlichkeit sein Ziel. Liegt die Genauigkeit über der entsprechenden Verteidigung, dann trifft man. Okay, also höhere Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Dann nochmal raus. Wieso haut die denn nicht zu, da? Langsamer Modus aktiv. Aha, jetzt ist ein langsamer Modus. Die will gar nichts machen, hier oder was? Wow. Was haben wir hier? Eine Wolfshaut. Rechtsklicken für Details. Das ist eine ernste Gefahr gewesen. Also, es können noch mehr sein. Aha. Gut, dann nehmen wir das erstmal. Mal gucken, was wir denn hier noch haben. Sure. Hey there. Dass wir wieder zusammenkommen. This is it. Das war's. Ah, hier. Wenn du Quests erhältst, wird dein Tagebuch mit den relevanten Informationen aktualisiert. Wenn du einmal nicht weiterkommst, öffne das Tagebuch, um deine Notizen zu lesen. Du siehst so aus, als wärst du schon in vielen Kämpfen gestanden. Was hast du getan, bevor du hierher kamst, hier herauskamst? Ich bin ein Kriegsveteran. Ich verteidige mich, ich schloss mich Abenteurern, für was halt gerade gezahlt wurde. Ich war ein Wachmann. Das geht dich gar nichts an. Was bin ich denn? Ein Kriegsveteran? Ach ja, wie bist du denn hier gelandet? Ich kämpfte für die falsche Seite. Die Erinnerung brauchte ich gar nicht. Ich kämpfte nämlich viel besser, aber aus irgendeinem Grund habe ich nur, das kann ich einfach nicht verbinden. Ich kenne nur den Krieg. Was soll denn noch von einem erwartet werden weiter? Muss ich ihm zugestehen. Und du, willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Es ist ein Angebot, das man sich nur schwer entgehen lassen kann. Nein, ich bin nur auf der Durchreise.
Ich hatte nicht viel darüber nachgedacht, weil ich doch gar keine Zeit zu. Damit ist kein Schaden, man könnte den Ort auch zuerst besuchen. Da du hierher gekommen bist, musst du einen anderen Plan im Sinn haben. Hoffentlich werde ich jemanden treffen und mich verlieben. Wahrscheinlich wie ich früher getan. Eigentlich bin ich nur auf der Suche nach einem. Ich habe Schwierigkeiten zu. Das erwarte ich. Ich werde ein paar neue Freunde finden. Ich habe keine Ahnung. Ich werde ein paar neue Freunde. Du hast vielleicht eine schlechte Idee. Weiter. Egal, ich verschwende hier. Odema wird mich ganz schön zusammen. Lass uns aufbrechen. Warum bist du hier? Vor einer Weile ist meine Schwester hier herausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein, aber so ist sie schließlich immer. Diesmal aber bat sie mich, sie aufzusuchen und das hat mich etwas besorgt. Ich habe sie schon eine Ewigkeit nicht gesehen. Ich hatte in X-Mittel zu tun, dennoch. Und wir werden sehen. Erzähl mir etwas über dich selbst. Oh, ich habe geringe Ansprüche. Ich liebe jeden Mann. Ach ne, ich mag den freien Himmel. Auch meine Fenster von der Verbrechen und Bürger auf meine Eltern. Man muss ja immer viel Informationen sammeln, ne? Dann lass uns mal ins Lager. Wir sollten ihn zuerst auch ein bisschen Vernunft einbauen. Der Strom ist gleich da unten, komm schon, lass uns dein Wasser holen. Quest aktualisiert. Sammle zur Zubereitung einige Frühlingsbeeren. Ja, und jetzt? Wenn du Quest erhältst, so. Device-Merk, Aufgaben. Quest. Du hast keine. Eine kurze, die Aushöhlung. Achso, das war jetzt die kurze Fischenaufpause. Die Weißmark, da ist noch nichts. Ah, hier, das ist dann. Das sind die Zusatzdinger. Ja. Gut, dann machen wir das mal wieder zu. Okay. Dann gehen wir jetzt mal ans Wasser. Das war. Da gleich. Ne? Wir sind da oben und dann. Müssen wir den Weg eigentlich finden, ne? Ah, ich höre es schon, ich höre das Wasser schon, ja. Aber da kann ich nicht ins Wasser rennen. Dann gehen wir mal zur anderen Seite, ob wir da irgendwo ran können. Aber ich habe auch keinen Pott. Oh, dann gehen wir da nochmal hin. Tja, ich will ja gerne Wasser holen, aber womit? Oh Henry, der Eimer hat ein Loch. Womit denn, oh Henry, oh Henry? Oh, hier waren wir doch vorher schon. Ja, hier waren wir doch. Und hier ist nichts mehr abzugrasen. Wenn wir den Typen jetzt finden hier. Dann gehen wir weiter, dann müssen wir wahrscheinlich doch über die Brücke. War hier noch eine? Hier war noch eine, ne? Oder? Also gehen wir erstmal hier rüber. Schwupp! Bling! What a surprise! Sparfle went hunting. At least you left the water skins. Come on. Aha! Da sind die Behälter. Wie sie ihren Blick scharf zur Baumlinie hochreißt. Du hast einen Gegenstand erhalten. Quest voller Trinkschlauch im Lager abgelegt. Weiter. Aus den Bäumen tritt Sparfel hervor. Einer der Speer. Kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr bewaffnet. Und sein Gang hat etwas Merkwürdiges an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dich zu, sondern schwer atmen und verkrampft taumeln.
Verwende die Tab-Taste und interaktive Gegenstände in der Umgebung zu markieren. Aha, mit der Tab-Taste kann ich die dann sehen. Okay, weiter. Sparful, are you all right? Der bleibt an einem Fels hängen und bricht zusammen. Ah, hat hinten einen Fallschaft. Das könnte tödlich sein. Ambush! Hinterhalt. So. Ach, die greift den jetzt nicht an. Schade. Das hätte mir gefallen. Na ja, gut, er ist gleich hin. Wollen wir den noch plündern hier? Sure. Dann müssen wir den jetzt erstmal fertig machen. Los, kommt her hier. Langsam und möglich ist aktiv. Du hast einen kritischen Treffer gelandet. Aha. Come on, we have to get back to camp. Für 12 Frauen Schaden. Tötet. Aha. Ach, hart. Nehmen. Nehmen. Jagdbogen. Nehmen. Erstmal alles nehmen. Oh, der hat Kohle dabei. Hör damit. So, jetzt gehen wir aber, ne? Muss ich mal gucken, wo war denn das jetzt? Da müssen wir hier links hochgehen und dann rechts abbiegen. Okay. Wieder einer, du, der ist doch. Das hat er mir gelassen. Ja. Langsam mal noch aktiv, jawohl. Aha. Oh, bin ich immer ganz schön kräftig, mein Liter Potto. Was hast du denn da bei dir? Kohle? Rohhaut? Und Jagdbogen. 16 bis 3, 12 bis 18. Aha. Gut, die werde ich gleich verkaufen, die Sachen. Wir müssen ja hier jetzt. Oh, was ist hier denn los? Die massakrierten Überreste. Oh. Junge, Junge, da haben sie überfallen. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten. Aha. Einer von ihnen, baumlang, kräftig und einem stattlichen, verknoteten Bart ausgestattet, hält einen Mann, den du als Heodan erkennst, den Netzen deiner Karawane eine blutige Klinge an den Hals. Leg deine Waffen nieder, Eindringling. Verbirge nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. Wo wissen unsere Hände? Ach, hier kann ich jetzt diplomatisch, ehrlich, diplomatisch, rational. Wissen. Machen wir das mal hier. Du hast nun einen Rang in einem Gesinnungsruf. Dieser Ruf spiegelt wieder, wie deine Persönlichkeit in der Spielwelt wahrgenommen wird. Selbst ein offenbar schrecklicher Ruf wird einigen Leuten gefallen und ein gutmütiger Ruf kann bestimmten bestimmte Personen anwidern. Pillars of Eternity ist keine Gesinnung ausschließlich gut oder schlecht. Aber, oh, wenn dein Hauptcharakter ein Priester oder Paladin ist, musst du aufpassen, dass
seine Gesinnung nicht den Vorlieben ihrer Gottheit ihres Ordens widerspricht. Ausschließlich für den Hauptcharakter beeinflusst die Gesinnung die Effekte von heiliger Glanz und Glaube und Überzeugung Paladin. Okay. Aber sind wir ja nicht, ne? Er stürzt auf mich zu. Könnt ihr auch mal mithelfen hier? Das schon fast gar nichts mehr hier, ne? Ach, jetzt sind sie alle hin. Vergib uns. Ein flüsternder Windstoß wirbelt die Luft auf. Gut, gut, die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin breit. Oh, 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 oh. Der Wind wird doller. Mitten des Heulens bewegt sich Odema, der mit Schnittwunden sitzt an einem Wagenrad, mit kaum Öffnen. Er schaut dir direkt in die Augen. Get inside. Schnell hinein. Hinein, ja, wohin? Ach so, das machen die jetzt für mich. Na, das ist ja schön. Oh, da, guck dir das an. Da kommen die Geister. Holy moly. Du stemmst dich gegen den Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht und krallst dich und Steilhand, genau. Schwingst du dich in einen Felsvorsprung? Okay. Weiter. Das kann ich nicht nehmen, doch. Ah doch, hatte ich die 15, das war gut. Ui. Dann reiß eine seiner Hände hoch und ich greife ihn. Siehste, oh, bin ich gut. Ja. Okay, wir stehen jetzt auf Felsversprung. Eine tiefe Resonanz. Oh, das Portal stürzt ein. Alle Waffen, die einen Schadenstyp wie Hieb oder Schmettern aufführen, richten jeweils den Schadenstyp an, der in der Situation vorteilhaft ist. Was war das? Biowick. Had to be. Ein Biowatsch muss so gewesen sein. Then we're lucky to be alive. Dann haben wir Glück, dass wir noch am Leben sind. And we're the only ones. We can't stay here. There could be another collapse. Oh, das kann jeder lesen. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. Gehen wir inside. Wir haben Erfahrung erhalten.
Die Quest habe ich jetzt abgeschlossen. Wie schön. Neue Quest. Entkomme aus den Ruinen. Was ist das denn hier immer? Gruppen-KI ist aktiv. Was auch immer das bedeutet. Der hat schon nicht mehr so viel Gesundheit. Das ist die Gesundheit. Und ich auch nicht, ne? Ja, geht so, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Markiert sind sie alle. Von wo bin ich denn überhaupt gekommen? Von da wahrscheinlich. Dann gehen wir erstmal dahin. Gucken wir mal, was hier so los ist. Da geht's nicht weiter. Na, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir hier lang. Ich habe keine Ahnung. Das ist so schwer zu erkennen. Das ist auf dem Bildschirm besser zu erkennen als auf meinem hier. Oder muss ich mir einen anderen Monitor mal besorgen, glaube ich. Die wurde blockiert und weiter können wir nicht. Können wir hier irgendwas? Da geht's weiter, okay. Tatsächlich, das ist auf dem anderen Monitor, den ich hier zur Prüfung habe, ist das wesentlich heller. Da muss ich ja mal schrauben. Das geht ja gar nicht. Ich wundere mich immer, dass die so dunkel sind, die Spiele. Lach, lach, haben wir gelacht. So, gehen wir da mal hoch, mal gucken. Da passiert bestimmt gleich was, wenn ich da durchgehe. Ja, ah, siehst du. That should be far enough. But what now? What now? We look for another way out. Storm has to die sometime. Was ist da draußen passiert? Mhm. Mhm. Hast du deine noch? Wer hat uns angegriffen? Glenn Fatana waren das, aha. Oder uns befinden sich Plünderer. Das ist etwas, was wir jetzt gar nicht gebrauchen können. Aha. Dann haben wir hier noch nichts weiter. Lass uns losziehen. So, was können wir jetzt noch machen hier? Können wir irgendwie schon Punkte verteilen eigentlich? Pause. Spiel pausiert. Das wollte ich doch mal gucken. Irgendwo Charakter. Charaktererfahrung. Ach hier, wenn ich die 1000 voll habe, dann kann ich wahrscheinlich wieder was verteilen. Ne? Ach hier ist so ein Statistik. Okay. Gut, dann lass es mal da. Ja, wollt ihr nicht? Habe ich jetzt irgendwas hier noch zu tun oder was? Oder wie? Oder wer? Oder was? Oder wo? Geht nicht. Das geht auch nicht. Ach, das Spiel pausiert, Herr Heinrich. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir denn hier so finden. Dann gehen wir mal da lang. Gehen wir mal diesen Weg hier. Da ist Schicht im Schacht. Und hier geht es auch schon mal wieder weiter. Dann gehen wir doch mal weiter. Oh, da ist schon wieder was. Eine zitternde, kränkliche Gestalt.
Ein Xaurib. Also da kommen wir jetzt nicht durch, da müsste ich den ja killen. Also doch. Na dann, du gerne mir das Leid tut, aber dann muss er dran glauben. Uff. Da haben wir gleich einen neuen Speer. Na, wird das wohl langsam mal klappen. Wupp. So. Oh, hier haben wir auch mittlerer Schild. Der gleiche, den wir schon haben. Und trotzdem können wir den mitnehmen. 13 bis 19. Speerrippe nehmen wir mit. So. Kommt erstmal alle hinterher hier. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas hier noch, was wir durchschütteln könnten? Nee. Oh, da liegt schon wieder jemand. Oh, was haben wir hier denn? Rechtsklick für Details. Dieses kleine Büchlein ist an mehreren Stellen zerrissen. Viele Seiten sind mit Blut durchtränkt. Eine hinteren Einträge ist noch lesbar. Engvitanisches Artefakt. Da muss ich noch das Relief finden. Das ist Fackel. Ah, Rechtsklick für Details. Wurde einem Auge nachempfunden. Das braucht man bestimmt irgendwo. Alles nicht gebrauchen. So, wo stand jetzt noch alles nehmen? Alles nehmen. Noch können wir das einsacken. Können wir die eigentlich ausrüsten? Oh, mal gucken hier. Charakter. Ja, Heodan. Und Inventar, Heodan. Was hast du denn hier Schönes? Dolch 10 bis 14, Dolch 10 bis 14. Und was habe ich hier? 12 bis 17. Aha, und das hier ist 10 bis 14. Was hat sie hier? Speer. Das bin ja ich hier, ne? Sehr heinerich. Den Ring müsste ich gleich mal anlegen. Mal gucken. Aber den hier. Den können wir hier Baby vielleicht mal spendieren, aber jetzt machen wir erstmal. Jupp. Ne? Hat er den jetzt in der Hand oder nicht? Keine Ahnung. Und du, was hast du? Du hast hier eine Fackel und eine Streitaxt. Das ist ja auch geil. Streitaxt. Was hast du noch? Trank der Schwachen und Dietrich. Und ich hab. Dann werden wir uns mal den Ring anstecken. Siehst du? Wolfshaut. Das war ja alles nicht so gut. Aber wir können nur mal ein bisschen umverteilen. Haha. So.
bist du denn überhaupt? Du hast ja auch so ein Waffenset hier, du. 7. Oh, das ist besser. Die sind alle nicht so gut, die ich hier habe. So, nochmal eben dahin. Und was passiert, wenn ich hier drauf klicke? Ach, der kann hier unten rein. Ja, dann nehmen wir den nochmal mit. Schön, der läuft aber wahrscheinlich jetzt gleich immer neben mir. Oh, geil. Lederrüstung. Fackel. Dreieckschild. Das ist genauso wie das Wolfshaut. Rohhautrüstung. Die können wir hier mal mit reinschmeißen. Da kannst du die noch gebrauchen, ne? Ja, hat auch eine Lederrüstung. Okay. Gut, dann machen wir das mal alles zu. Du kannst zu deinem Waffenset wechseln, indem du in der Aktionsleiste eines einzelnen Charakters auf das Waffensymbol. How can I help? Waffensymbol. Blendender Schlag, neue Kraft, Waffenset 2, da war ja das hier bei, da war ja besser. Gut, und du? What you need? Baby, was hast du alles hier? Nix hast du, was hast du hier? Waffenset, da sind nur die Fäuste noch, ne, das ist ja nix. Und ich hey there. Hey there. Was hab ich hier? Ah, hab ich gar keine Waffe? Oh, das finde ich aber merkwürdig. Charakter, Inventar. Nee, habe ich nicht. Wieso nicht? Hatte ich nicht eine vorhin? Hab doch ein Schwert gekauft. Hat mir das schon einer geklaut? Dann nehmen wir mal. Das mal zumindest. Wenigstens was. Wo ist denn das geblieben, verdammte Axt? Diederich, Diederich, die haben alle den Diederich. Bloß ich nicht. Okay. Jetzt haben wir, jawohl, 1. Oh yes. Gut. Sure. Ja, alle, ihr sollt alle kommen. Können wir da weitergehen? Oh ja. Oh, was gibt's hier denn? Oh, das sieht gefährlich aus. Dann gehen wir mal mit kleinen Schritten. Engvitanisches Relief im Lager abgelegt. Quest aktualisiert. Die Ruinen von Gilandlis. Hier ist mein Schweidel. Schön. Ja, so geht das jetzt also zu einem normalen Spiel über. Wir haben jetzt über eine Stunde hier verbracht. So fängt das Spiel an. Und wird langsam immer mehr. Ich werde das jetzt mal speichern. Da können wir gleich mal gucken, wie gut man das speichern kann. Spielstand speichern. Neuer Spielstand. Da machen wir mal den Stream 1 draus und speichern. So. Ja, dann werde ich dann erstmal hiermit aufhören. Ich denke mal, da haben wir schon einiges gesehen, wie es funktioniert, wie man die Avatare ausrüstet. Jawohl, ich denke mal, das soll erstmal reichen. Für das Tutorial soweit. Das Spiel selber ist zwar günstig zu kriegen, aber nicht so günstig wie andere Spiele. Die bleiben im Moment noch recht teuer. Keine Ahnung warum. Ich habe dieses Spiel hier bei GOG gekauft, als es im Angebot war. Da war das vom Preis okay. Ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Bleibt gesund und tschüss.